Ach, Chef Fieside. Mahlzeit. Mahlzeit. 1-0. Erster Stichwort. Kröni. Na, wie geil die das? Ja, das muss. Ja. Na, mein Ingo-Mann. Und erst klar. Oh, sicher. Und selber? Ja. Nimmst du noch mit dir? Ja, ja, ja. Ich bin soweit relativ geheitert. Das möchte ich sagen. Hast du den Jahrhundertschuss von Van der Voort gesehen? Hier, ach so. Die haben gewonnen, ne, oder was? Und schon ploppt es auch wieder so, wie sich das gehört an einem solchen Tag, wenn es einfach alles ein bisschen besser muggelt. Ne? Ja, gegen wen haben sie denn gespielt? Du bist überhaupt nicht up to date, ne? Ja, interessiert mich. Ich frage jetzt mehr so aus Höflichkeit. Aus Höflichkeit? Aber immerhin, du bist mir gegenüber höflich. Ich weiß das. Das bin ich sowieso immer. Ich weiß das sehr zu schätzen. Das bin ich sowieso. Das gehört zum. Das musst du, wenn du in so einen Job machst, musst du auch ein höflicher Mensch sein. Da musst du ein höflicher Mensch sein. Wenn du so einen Job machst wie du, ne? Natürlich. Da musst du höflich sein. Sonst kaufen wir gerade in diesen Zeiten, ne? No, überhaupt. Ja, Mann, ne? Überhaupt. Sonst kaufen die Leute dir gar nichts mehr ab, ne? Überhaupt. Das ist. Da, wo Publikumsverkehr ist. Schon mal, Krödi hat längere Haare gekriegt. Hast du gesehen? So, wieso soll er denn auch kürzere Haare? Kriegt er ja nur, wenn er zum Friseur geht, ne? Ja, aber von selber kriegt weiß, wie der zurück so ein bisschen weiß, wie er aussieht. Hast du das Bild gesehen von Knut? Knut ist doch bald wieder im Einsatz jetzt. Eisbär Knut. Er wird doch ausgehöhlt, ist ausgehöhlt und wird aufgebaut und aufgestockt und sitzt auch genauso wie Krödi da. Er hat auch so ein bisschen so seidiges Fell, hat er auch, ne? Er merkt das gar nicht. Doch, er merkt das. Guck mal, da kommt er. Aber er lebt, er lebt. Und Knut besorgen. Ja, Gott sei Dank. Er ist nicht ausgestorben. Er ist nicht ausgestorben. Ausgestorben ist er nicht. Ist er nicht, ne? Nee. Krödi ist noch nicht mehr ausgestorben, kann man sagen. Die Kröten, die halten ja lange durch, ne? Das ist das. Die werden ja ganz alt. Die werden ja ganz alt, ne? Ja, sicher. Im Gegensatz zu Pferde, die werden ja heutzutage nicht mehr so alt, ne? Ja, wenn sie in die Wurst kommen, meinst du, ne? Mhm. Oder in die Lasagne, ne? In die Lasagne. Oh, das perlt aber, du. Sag mal, aber. Hast du dich verschluckt oder was? Überhaupt nicht. Soll ich mal klopfen? Nein, du musst nicht. Wieso? Wie du willst, Gott kann da reinkommen, ne? Klopfen tut man nur, wenn man reinkommen will, ne? Nicht mal auf den Rücken klopfen. Musst du nicht machen. Muss ich nicht. Musst ne? du überhaupt Nö, nicht. Nö, ist gut. Hier, sag mal, aber weißt du was, mein Ding? Jetzt mal ganz, ganz ernsthaft. Ne. Mit dem ganzen Fleischskandal. Ja. Das ist das Stichwort. Hör mir bloß auf damit. Doch. Da höre ich dir aber gar nicht mit auf. Ja. Ich möchte mich doch bitte mal als mündiger Bürger zu äußern. Ja. Ne? Es ist für dich sicherlich auch nicht leicht. Da wirst du bestimmt auch dauernd auf angesprochen. Ja, aber hier, du. Wie mit Finger? Ob da Finger drin sind? Nein, oder? Dauernd. Das ist ja, die Leute reden ja von nichts anderem. Ja, na, sicher, aber das ist ja auch ein Thema. Ich meine, Ehek im Salat, ne? Der Bacillus, die Genkohlköppe und so weiter. Und jetzt noch das. Aber weißt du was? Das ist ja eigentlich ein alter Hut, wenn man mal ganz ehrlich ist, ne? Wie, dass sie Pferdefleisch in der Lasagne haben? Nein, das überhaupt, wir sorgen Fleisch jetzt, ne? Zum Beispiel falsche Hase. Das hat man ja früher, das war ja auch Hackfleisch. Ja, ne? Aber das heißt ja auch falsche Hase. Ja, falsche Hase. Wenn das jetzt richtige Hase heißen würde, wäre es kein Hack. Dann wäre es ein richtiger Hase, dann wäre das ein Stück Fleisch, ein Stück, ein ganzer Hase. Wenn das richtige Hase heißen würde, aber trotzdem nur Hack sein würde, dann wäre das ja ein Betrug. Das war es ja am Anfang auch, weil das ist aus einer Zeit, als die Leute eigentlich einen Hase bestellt haben, aber haben dann Katze gegessen. Wieso Katze? Wann haben die Leute denn Katze gegessen? In welchem Zeitalter? 30-jähriger Krieg und so. 30-jähriger Krieg? Da in der Zeit. Da kennst du dich mit aus. Da wollten die Leute. Wann war der überhaupt? Wann war der? Sag mal ein Datum. Ja. In der 30er Jahre. In der 30er Zone. In der 30er Jahreszone. Da haben die Leute jedenfalls einen Hasen bestellt und haben aber gehäckselt. Weil Hack macht man doch sowieso nur, wenn man das richtige Fleisch nicht zur Verfügung hat. Sonst kann man ja gleich einen ganzen Hasen hinlegen und sagen, bitte. Das ist genauso. Ich würde auch an der Raststätte zum Beispiel keine Ochsenschwanzsuppe essen. Da ist alles Mögliche drin, aber kein Ochsenschwanz. Das würde man ja sehen. Von der Haare her, die würden ja rausgucken. Ja, aber beim falschen Hase, das ist ja nicht Hasenhack. Die machen ja nicht Hasenhack. Nein, Katzenhack. Es war Katzenhack. Reiner Katzenhack. Im 30-jährigen Krieg. Ja, sicher. Da, weil die Leute keinen Hasen zur Verfügung hatten, haben sie Katze gemacht. Aha. Da haben sie ja damals haben sie doch auch gesagt, hier Kaderfrühstück. Da kommt das ja auch her. Und wieso haben sie dann nicht falscher Kader gesagt dazu? Was soll das sein? Einmal schwarzer Kader gibt das.
Aber das hat damit nichts zu tun. Aber Sie haben ja Kaderfrühstück, ein Kaderfrühstück. Da haben Sie denn morgens einen normalen Kader aufgefordert. Nee, das ist ja, wo Kaderfrühstück ist, ja, wo ein Mädchen, ein Bier und ein Korn. Das kenne ich als Kaderfrühstück. Ich nehme an, es ist aus der Zeit, als man falschen Hasen mit Katze gemacht hat. Und dann hat man das morgens gegessen, weil das ja bei Hack ist das ja so, wenn du das mal sorgen brutzelst, dann ist das am nächsten Tag ja noch gut. Dann kannst du das ja auch noch kalt essen, dann ist das ein Kaderfrühstück. Meiner Meinung nach. Also das hat es immer schon gegeben. Genauso mit einem Hordehüfleisch. Kaderfrühstück mit Hack? Wie jetzt mit Hack? Ja, ein Kader. Zack. Also Hackkader. Ein Hackkader. Ja, nein, schreibt man das eigentlich so mit 3K? Hackkader. Nee, wieso Hack schreibst du ja auch nicht mit 2K? Du schreibst ja nicht Hack. Hackkader. Nee. Hackkader. Mit 3K oder 4K, das weiß man nicht. Nein, weder noch. Mit 4K gibt es gar kein Wort. 3K. Gibt es aber vielleicht ja doch. Was soll denn das sein für ein Wort? Mogger. Ja. Mogger ist ja nicht. Mogger ist 2C, sag mal. Ist 2C. 2C, das hat überhaupt keinen Kader. 2C, die Körbchengrüße von Frau Kager, du. Herr, da kennt sich aber einer richtig gut aus. So. Jetzt hier, aber pass mal auf, also mit dem Pferdefleisch zum Beispiel, Hordehüfleisch, das war ja das Stichwort. Ja. Das hat es ja immer schon gegeben, meine Das hat es immer gegeben. Immer schon. Weißt du noch, zum Beispiel armer Ritter? Ne? Das ist ja heutzutage das normales Gericht. Das mit diesen auch eingeweichten. Was man da heute draus macht. Armer Ritter. Ja. Aber das kommt ja, wie der Name schon sagt, das ist ja wohl schon ein bisschen älter, ne? Ne? Ist ja wohl ein bisschen älter. Sonst könnte das ja auch heißen, was weiß ich, armer Golfspieler oder armer Fußballer oder irgendwas. Aber es heißt armer Ritter. Weil das erst aus dem Mittelalter ist. Aus der Ritterzeit? Ja, sicher. Wo denn sonst her? Hatten die da überhaupt schon Brötchen damals? Nee, sie haben es aber anders gewesen. Es ist bis heute verändert worden, das Gericht. Aber ganz ursprünglich war das Pferd. Hä? Das war Pferd? Armer Ritter. Und wieso nicht armes Pferd? Weil das Pferd nicht den Ritter gegessen hat, sondern umgekehrt. Wie, wenn das aus Pferd ist, muss das doch armes Pferd heißen und nicht armer Ritter. Das heißt auch. Sonst ist das doch aus Ritter. Vielleicht hat der Ritter ja später gesagt, armes Pferd. Das mag ja sein. Aber dass er gesagt hat, armes Pferd, weil er nicht anders kommt. Aber es ist armer Ritter bedeutet, dass der Ritter hat das Pferd umgelegt, weil er nichts zu essen hatte. Und dann hat er sein Pferd abgefuttert und dann musste er zu Fuß gehen. Und dann haben die Leute hinterher gerufen, ach, armer Ritter. Da ist das hergekommen. Ach so, das ist ein Gericht, was sich ein armer Ritter sozusagen in seine Not ausgedacht hat. Erst was war meinst du? Erst war ein normaler Ritter. Und dann, weil er nichts zu essen hatte, hat er mal Sorgen, er hatte ja noch keine Schusswaffe zu der Zeit. Dann hat er wahrscheinlich mit dem Säbel, hat er sich dann mal Sorgen, hat das Tier dann mal Sorgen dem Opfertod übereignet. Oha. Ne? Mhm. So, und dann hat er das. Oder was? Jo, was weiß ich, ne? So, und dann hat er das aufgefuttert und dann noch musste er ja zu Fuß gehen. Das war aber seine Leib- und Magenspeise und dann hieß es dann auch, das ist ein armer Ritter. Und das hat man im weiteren Sinne weitergetragen. Also Hordehüfleisch in Essen, das ist immer so ein alter Hut. Ja, gut, ich meine, Rossschlachterei gibt es auch schon seit immer. Also, das ist ja auch gar nichts. Ich weiß gar nicht, wieso sich die Leute aufregen, weil das. Weil sie regen sich da über gar nicht auf, sondern nur, weil sie das nicht gesagt bekommen haben. Ja, ja, das ist ja. Weißt du was, du kannst mir mal einen Gefallen. Mach mal bitte gleich einen Hubel. Du kannst mir mal einen Gefallen tun. Mein Engel, Mann. Ja, was denn? Ich hab hier von zu Hause ausnahmsweise, bitte. Ich hab von zu Hause noch ein bisschen anderes Leergut. Das hast du auch, ich weiß das. Kannst du mir das abnehmen und ausnahmsweise in Bar auszahlen? Ich muss ein bisschen flüssig sein. Was für super. Pfand. Ganz normal, das sind hier Brause und so. Und Wasser. Einfach nur, dass du das Leergut bitte entgegennimmst, den Supermarkt hat jetzt zu und mir das in Bar auszahlen. Ich kann dir das auf deinen Zettel gegenrechnen. Das gib kann mir ich das machen, bitte in Bar. Der von hier bis nach Kentucky reicht. Aber kannst du es mir ausnahmsweise in Bar bitte auszahlen? Wärst du so freundlich? Das dürfte irgendwann so um 1,80 oder sowas sein. Das kannst du wie viel sind das denn? Wie viel sind das? Ich weiß das nicht genau. Oh. Mit Nuggets hier. Müsste aber ungefähr 1,80. 75, 1,25, 1,50, 1,75.
Zwei, genau. Ja, sogar zwei PD, es ist sogar mehr. Wenn du bitte die Aber jetzt kommst du bitte nicht jede Woche mit so einem Scheiß. Mache ich auf gar keinen Fall. Du darfst die Tüte auch behalten. Da, sind ja, da stecken ja auch noch mal Fertigungskosten drin. Die überlasse ich dir. Kannst du mir den Hobel mal bitte aufmachen? Ja, Moment. Wenn etwas durchgeht. Ich kann ja noch nicht alles auf einmal, ne? Und was willst du jetzt mit den 2 Euro machen? Mach mir bitte mal erstmal das Bier. Ne? Und was hast du denn vor mit den 2 Euro? Du hast gesagt, du brauchst Bargeld, hast du eben gesagt. Ich brauche Bargeld. Ja, da kann ich doch wohl fragen, wozu du Bargeld, was du damit machen willst, was du dir da wieder ausgedacht hast. Ich habe mir gar nichts ausgedacht. Ich würde bitte, darf ich bitte eine Frikadelle kaufen? Hä? Was kostet sie denn bei dir? Frikadelle, 1,50. Jo, bitte. Ich habe Bargeld bei. Kannst du mir bitte eine Frikadelle verkaufen auf der Pappe, schön bitte, lecker. Sag mal, das gibt's ja. Ich glaube, du hast noch. Hast du überhaupt irgendwann mal in den letzten 50 Jahren hier irgendwas gegessen? Ich glaube nicht, ne? Verkaufst du sie mir oder nicht? Ja, sicher, natürlich, ja, klar. Auf der Pappe auf, schön hier auflegen. Ja, möchtest du ein bisschen Senf? Mm-mm. Das verfärbt nur das Ergebnis. Soll ich dir einpacken mit Alu oder willst du? Nein, nur auf die Pappe, ganz normal da auf. Ja. Ganz normal da auf. Na, warte mal, erstmal. Ja. So, ne? Oder was? Ach, hier ist das Geld. Ja, ich sehe. Dankeschön. Ja, bitte. So. Daran kann man das manchmal schon erkennen, wenn das ein bisschen mehr in Richtung Heu geht. Ne? Weil es gibt einen ganz einfachen Test, Mann, Ingomann. Da kriegt man nämlich raus, ob das Hackfleisch eine Boulette oder sonst wer eine Horde Hü würse, ob es eine Horde Hü ist. Oder das müsste dich doch bitte auch interessieren. Ja, das weiß ich, dass das keine Fehler ist. Woher weißt du das denn? Hast du das nachgetestet? Weil ich ja wohl einen Lieferanten habe, der das nicht irgendwie aus Rumänien oder aus Transsilvanien rausholt. Das weißt du doch gar nicht. Vielleicht kämpft er auch ums Überleben, aber es gibt ja einen ganz einfachen Trick. Das ist meine Meinung. Und hier, indem du dir das an die Nase ranredest, ganz oder was? Ich muss mir mal Besteck holen, damit ich das gleich mal testen kann. Ich sag dir das gleich. Weißt du nämlich was? Ein Pferd, ne? Yeah. Ach so. Ich kriege auch noch Geld wieder, das ist ja überhaupt. Da können wir auch noch was überlegen. Du kannst sie auch gleich unversehrt zurückhaben, dann kriege ich auch vielleicht ein bisschen Leihgebühr, ist das Stichwort. Ich verleihe hier keine Frikadellen. Das ist jetzt, weißt du was? Ja. Jetzt mal sorgen, wie man das rauskriegt. Das ist ganz einfach. Es ist wirklich ganz einfach. Das ist mit einem DNA-Test, machen die das? Nö, nee, man kann zum Beispiel jetzt auch mal sorgen, weil sie haben ja jetzt auch in der Horde Hü Fleisch haben sie ja jetzt auch Ebo gefunden, auch das noch, weil sie wahrscheinlich Rennpferde noch klein geschlachtet haben für die Ravioli und so weiter. Wieso, das ist doch hier die Medikamente, die Tiere kriegen. Ja, das meine ich. Ja. Nö, nö, war zum schneller Laufen. Du kriegst so ein Pferd, wenn das auf der Koppel raus, runterkommt, ins Derby rein, dann kriegt das wahrscheinlich so 1-2 Epauletten, kriegt sie mit Wasser runter, dann muss sie laufen. Und wenn das Tier dann verendet ist und es wird da draußen eine Wurst gemacht oder so etwas, dann treibt das Fleisch ja auch. Das Fleisch ist ja dann auch schneller. Und wenn du das dann isst, verdaust du das auch schneller. Ja. Daran kann man das auch merken. Wenn du jetzt eine Schweinewurst nimmst und eine Horde Hühwurst und du stoppst die Zeit vom Essen bis zum Verdauen und man sagt, die eine Wurst geht schneller, dann ist das wahrscheinlich, mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Horde Hühwurst gewesen. Meiner Meinung nach, weil da ja auch Schwermetalle noch nachgewiesen wurden. Und das ist dann, kommt dann noch mal Eisen, noch mal mehr Eisen noch dazu. Eisen? Das fällt ja dann schneller. Von hier oben bis da runter geht das ja schneller. Das ist so, wenn du ein Stück Eisen hier fallen lässt, das ist so schneller unten als ein Stück Feder. Oh, Ditschi, du bist noch nicht hohl innen. Also jedenfalls nicht an der Stelle. Das was soll das denn das heißen? Fällt doch nicht runter in deinen Körper drin. Das ist doch nicht, du schluckst das doch nicht runter und machst das. Plumps. Aber Cadmium wird ja wohl bitte von Körper schneller mal so transportiert als nicht Cadmium. Ja, wieso denn? Ja, weil das in der Natur von Eisen liegt, dass das nach unten treibt. Das Cadmium treibt nach unten. Ja, das hat ja eine gewisse Schwere. Es ist immer so ein Schwermetall. Ja. Es ist auch egal. Jedenfalls muss ich sagen, ein Pferd hat sowieso grundsätzlich mehr Eisen als ein Schwein. Das ist es schon mal erwiesen. Alleine schon, weil das Pferd. In Fleisch drin, oder was? Ja, weil ein Pferd ist größer als ein Schwein, also hat es mehr Blut.
Also hat es im Blut mehr Eisen. Also ist mehr Eisen im ganzen Pferd drin. Du machst es dir aber auch sehr einfach. Du. Wieso also denn? Nur weil das größer ist. Dann kannst du ja eine kleinere Ecke davon abschneiden, dann ist das wieder kleiner. Es ist trotzdem mehr Eisen. Das hat ja auch so einen Riegel im Maul den ganzen Tag. Da hat das Schwein auch nicht. Ja, den schnibbelst du doch nicht in die Frikadelle rein. Nein, aber da kaut das Pferd ja auf. Wenn du den ganzen Tag auf so einen Eisenriegel rumkauen würdest, da ist ja ein Abrieb. Ein reiner Abrieb ist da drin. Genauso wie wenn du mit einem 12er Schleifpapier über deine komischen Holzkisten darüber gehst, ist ja mit der Zeit auch ein Abrieb. So, und dann kommt der Eisenabrieb über die Spucke in das Pferd hinein. Zusätzlich Eisen von oben. Eisenwasser. Es ist Eisenwasser. Reines Eisenwasser. Oh. Und von der Hufe auch. Da ist auch ein Abrieb. Und das kommt, treibt nach oben über die Hufe. Ach, ich denke nach unten, weil das alles so schwer ist. Und ja, aber wenn das Pferd läuft ja mit den Füßen. Es läuft doch mit den Füßen. Ja, sicher läuft das mit den Füßen. Womit soll das denn sonst laufen? Ja, so, und dann treibt es den Abrieb von den Füßen, treibt es über den Schweiß von unten in den Körper. Und von oben kommt das Eisen so in den Körper. Ja. Und so ist mehr Eisen. Es kommt von überall, kommt Eisen. Ne? Mehr Eisen als beim Schwein. Das Schwein bewegt sich gar nicht. Da sagt man ja sogar, das Schwein wird zur Schlachtbank geführt, weil er so faul ist. Das sitzt in der Ecke rum, das geht noch nicht mal von selber. Ja, und wenn das Pferd jetzt aus Eisen quasi völlig ist, mehr jedenfalls als das Schwein. Mehr als das Schwein. Ja, sag ich dir Folgendes. Ich hab einen Magnet. So, und wenn jetzt mal sorgen, die Frikadelle dran kleben bleibt, ist das Pferd. Ja, bitte. Also, ich kann das auch noch mal testen. Es ist eine reine Magnetgabel. Ja. Ja, du solltest unruhig werden. Was soll ich denn dabei unruhig werden? Ja, wenn das jetzt hier hängen bleibt. Das bleibt nicht da hängen. Da bleibt überhaupt gar keine, kannst auch eine Kartoffel hinlegen. Ja, da kannst du reinpieksen und dann vielleicht, wenn das... Ja, du hast Glück gehabt, das ist wahrscheinlich nicht vom Pferd. Ich hab doch kein Glück gehabt. Erstmal weiß ich sowieso, dass das keine Pferdefrikadelle ist. Das sagst du jetzt, erstmal, wo der Test dich, Gott sei Dank, dir den Kopf aus der Schlinge gezogen hat. Ja, Kopf aus der Schlinge, sag mal, wo wohnst du denn eigentlich? Ich wohne hier, wenn du hier rauskommst, links und dann nur mal geradeaus und dann wieder links. Ditsche, selbst wenn das jetzt alles, das macht ja alles meinetwegen sein mit deinen. Was? Ja. Aber weißt du, wie du das verhindern kannst? Das ist meine Meinung. Ich würde im Moment. Das ist doch. Nein, überhaupt im Moment mit den ganzen Frikadellen-Quatsch und mit der Hackfleisch-Debatte. Ich würde gar keine Hackfleisch im Moment zulassen. Dann sollen sie doch die Buletten besorgen, sollen sie doch ganz normal verkaufen. Und dann nehmen sie einfach, das hat doch vom Durchmesser so ein Schweinebein. Dann nehmen sie einfach das Schweinebein und schneiden da so Taler aus. Und die legen sie auf den Hamburger auf. Da ist doch Knochen drin, hallo. Da kann man doch trotzdem mit aufpassen. Jedenfalls merkt man den Unterschied, wenn sie das mit einem Pferdebeintaler machen. Den Unterschied, den merkst du aber, weil ein Schweinebein hat Borsten. Das hat ein Pferdebein, hat das nicht. Schweinebein, ja, aber das ist doch, Ditsche, wenn du jetzt auch was aus Schwein isst, hast du da jemals Borsten dran gehabt? An der Wurst zum Beispiel. Ja, wenn eine Borste drin ist, benutze ich die gleichen Gitarren, wo die Zahnbürste nicht mehr hinkommt. Ditsche, du hast doch. Oder wenn du ein Schnitzel isst, da ist doch auch keine Borste dran. Ja, aber man kann das ja bestimmen, dass man das so rein lässt, wie die Natur das Schweinebein vorgesehen hat. Wie bestimmen? Wer soll denn das bestimmen? Der Lebensmittelleute. Borsteninstitut oder was? Ja, der Borsteninstitut. Ja. Ja, das gibt's doch bestimmt in den Lebensmitteln. Und dann mit den Knochen da drinnen, was soll denn das? Dann kann man das ausschrauben, dann kann man was reinmachen, das ist doch egal. Ja, man kann sich das auch ans Bein nageln. Ich weiß, und so lange drehen, bis in der R2 kommt. Ja. So, aber weißt du was? Man kann ja zum Beispiel da jetzt hier, wo die Ravioli waren und hier muss sagen, die Lasagne. Ja. Da kann man ja was, einen naturidentischen Hackfleisch kann man da machen. Ich muss sagen, aus Streusel von Streuselkuchen. So, dann nimmst du das in den Soßenfixbinder als Emulgator und dann ein bisschen Ketchup. Und dann rührst du das um und dann schmierst du das da rauf. Als Lasagne-Schmöckel, genauso. Ja, ein bisschen süßer vielleicht, wenn das jetzt Streusel von Streuselkuchen ist. Ist egal. Aber vom Grunde her, ach Knut. Ja. Mahlzeit. Aber vom Grunde her, ja klar, ich meine, so machen die das ja. So sind ja diese ganzen Fertigsachen. Die sind ja, das ist ja alles irgendwas. Das ist alles irgendwas, ne? Na Knut, wie geht dir das? Ja, geht das gut. Und dir? Mir geht das auch gut. Ich hab gerade irgendwo mal sorgen gerettet, dass er hier kein Hordehüfleisch hat. Hier,
Also, jetzt mal, Knut, jetzt mal zwei Tiere, ne? Hier ist Schwein und da ist Pferd, ne? So, jetzt von deinem Gefühl, ne? Meinst du, dass ein von den Tieren mehr Eisen hat als das andere? Schwein? Schwein? Ein Pferd. Oder Pferd. Welches Pferd hat mehr Eisen? Nee, nicht welches Pferd hat mehr Eisen. Das ist ja schon mal die Fragestellung. Also, was? Vom Eisengehalt, das kann ich sagen. Also ich würde erst mal sagen, ein Pferd hätte vielleicht ja mehr Bitte, Eisen. Bitte! Wegen der Hufe bitte, zum Beispiel. Hufe, Eisen! Ich sag es doch! Na sicher! Bitte! Knut, doch nicht wegen der Hufe! Der Beweis ist erbracht! Oh, der Beweis ist erbracht! So, du kannst auch Holz essen. Ich kann das hier nicht genau sagen, ich weiß es nicht. Zusammen, aber kann. Möchtest du denn auch was verzehren eigentlich oder willst du hier jetzt nur mit der Hufe? Hast du jetzt auch Pferd? Nein, ich habe natürlich kein Pferd. Schmeckt er gut? Ja, ja, das wissen wir ja. Bist du aber einer der wenigen, der das meint? Was möchtest du denn jetzt haben überhaupt? Weil Ditschi meint nämlich, im Pferd ist so viel Eisen drin, ne? Pass auf, jetzt kommt's, dass ich, wenn ich jetzt das eine Pferdefrikadelle gewesen wäre, dass dann. Er ist mit einem Magnet beigegangen. Oh. Ach so. Und es hat sich nicht hochgezogen, also das ist kein Pferd. Mach mir mal bitte gleich auch noch auf dem Wege einen Hubel. Gib mir doch auch bitte eins, dann überlege ich auch, was ich esse. Aber hier, weiß was? Jetzt hier mal sagen, darf ich mal kurz ein anderes Thema anschneiden? Weil das ist schon ein bisschen merkwürdig jetzt, der Papst, ne? Er ist so zurückgetreten. Ja. Ne? Ja, ja, ja. Und irgendwie ein bisschen merkwürdig ist das hier schon. Er gibt seinen Rücktritt bekannt, das gab es für das letzte Mal vor 700 Jahren. Das ist lange her, ne? Ne? Und jetzt gleichzeitig ist er über den Meteoroidenschwarm drunter gegangen. Asteroiden. Ja, dann nimm Asteroiden. Ja. Aber ist das ja trotzdem bestimmt. Du meinst, das hängt zusammen? Ja, vielleicht hat der liebe Gott mit der Faust auf den Tisch gehauen. Das könnte doch sein. Und da ist noch ein bisschen Sternenstaub und man weiß ja nicht. Auf so einen Wohnzimmertisch oder was? Nur er hat ja auch, du bin ich, und nicht der Einzige, der sowas schon gemalert hat. Da Vinci und die ganzen Leute, die haben das ja schon gemalert. Den lieben Gott. Vielleicht hat er vorhin ein bisschen böse, ne? Man weiß es nicht. Ja, oder hat er nur gesagt, ja, bitte, das ist okay, ja wohl auch nicht, dass er sich jetzt mal Sorgen in die Rente zurückzieht. Ja, Gott war böse, meinst du? Vielleicht, ne? Man weiß es nicht. Ja, aber dann oder nicht böse, aber hat auch das muss nur auch nicht. Oh, Entschuldigung, muss pass er auf. Ja, ja, muss er auch nicht sein, ne? Ja, aber dann hätte er ja da auch den Asteroiden, hätte er dann ja auch ein bisschen mehr da bei Italien. Der war ja ganz woanders. Da hat er mit dem Papst gehört, hätte er gar nichts davon abgekriegt. Das ist ja wohl unlogisch, weil Gott kann ja wohl alles. Dann kann er ja wohl das auch. Er kann alles. Was? Er kann alles. Ja, eben. Weshalb soll er? Das war ja nur eine Idee. Vielleicht ist das, man spricht ja auch immer vom Zürnen der Götter und so weiter. Aber weißt du, was ich mir überlege? Weißt du, wann er das bekannt gegeben hat? Er hat gesagt, muss sagen, hier, er wird für das Volk jetzt verborgen bleiben, hat er gesagt. Das hat er am Rosenmontag gesagt. Mhm. Ja. Der Papst jetzt. Ja. Weil man überlegt ja, was er jetzt eigentlich macht. Wieso? Das überlegt gar keiner. Das weiß man doch. Er geht in ein Kloster. Er geht in Kloster hin und. Aber vielleicht hat er noch was vor. Ich meine, er ist ja noch rüstig. Ja, schreiben will er. Schreiben und beten so weiter. Und sowas. Oh. Weißt du, was ich glaube? Ne. Weil hier der Gänsewein, ne? Dieser Mann, der ihn immer alle betreut. Ja, ja, sein Helfer da, ne? Ja, genau. Ja. Der bringt ihm ja immer, weil ich gelesen, der bringt ihm ja immer, der hat ihm nur die Sachen aus Deutschland gebracht. So, und dann jetzt mal sagen, der hat ihm doch immer Weißwürste und solche Sachen gebracht und Brezeln und so aus Bayern. Ach ja? Ja. Ernsthaft jetzt? Und vielleicht hat er ihm auch immer die neueste Musik und so weiter gebracht. Und dann hat er ihm vielleicht die Platte von Heino mitgebracht. Weißt du? Ja, wer weiß du? Keine Ahnung, was der Papst so weißt hört. Du, Heino? Ja, Heino. Der Heino? Ja, ich kenne Heino. Der jetzt mal ja, hallo. Heino, der jetzt mit Mosorgen die Lieder von den jungen Leuten aufgenommen diese, hat. Diese, ach, die deutschen ja, Sachen, ja. Wo er jetzt, ach ja, ja, mit hier Dings, ne? Mit Dings? Na, hier von, na, wie heißen die noch? Dings. Na, diese, na egal. Na, die jungen Leute. Ja, ja. Von den Ärzten und von ja, Rammstein genau. So, genau. Und so genau. Und vielleicht hat ja, ja genau. Der, muss sagen, der Papst hat ja gesagt, ja bitte, wenn, weiß was, das ist ja eine gute Idee eigentlich. Er bringt ja den jungen Leuten, muss sagen, eine Sache wieder näher, auch sich selber als älterer, wissender Musikant, ne? So, das kann er auch, hat er sich vielleicht überlegt. Weil der Heino auch gesagt hat, er fährt jetzt mit dem Heino-Mobil auf Tournee. Da hat der Propst bestimmt gesagt, was der kann, das kann ich schon lange erhoben, das Papa-Mobil. Da kann er bei den Don-Cosaken mitmachen, das würde auch passen.
Nein, aber vielleicht geht er ja mal sagen, jetzt geht er ja nicht ins Kloster, wenn er sagt, er bleibt dem Volk verborgen, wenn er das an Rosenmontag sagt. Dann ist er vielleicht auf die Idee gekommen, weil beim Rosenmontag sind die Leute doch ganz oft in diesen Kutten auch verkleidet. Das ist ja ein beliebtes Kostüm. Die Kutte? Ja, die Kutte. Es gibt doch diese ganzen gregorianischen Chöre und hier mal sagen, beim Grand Prix jetzt, bei dieser Musikveranstaltung für den Grand Prix waren doch die auch alle. Die Mönche, die Priester haben doch da auch gesungen. Mhm. Vielleicht denkt er sich mal Sorgen, dass er jetzt eine schöne Schallplatte aufnimmt. Er will noch eine Musikkarriere. Das könnte doch vielleicht sein. Denn mal Sorgen, ist er verborgen, aber er ist da. Vielleicht hat er eine Kutte auf, so wie Yoda oder so. Er ist ja auch der Wissende, der sich aufs Dagobah-System zurückgezogen hat und macht ein paar schöne Sachen. Und dann kommt er wieder und zeigt den Leuten das. Ja. Lass uns mal überraschen, du. Na ja. Dann macht er vielleicht, weißt du was, da war doch auch hier beim Grand Prix, ne? Da war doch einer hier von diesen Söhne Mannheims. Ach so, ja, wo dieser eine aber nicht dabei war, ne? Eben, bitte, das hab ich mir auch überlegt. Der auch immer so Kirchenlieder gemacht hat, doch auch so ein bisschen so mit so Kirchenliedern, der war nicht dabei. Nee, das stimmt. Der war nicht dabei. Ja, deswegen haben die wahrscheinlich auch nicht gewonnen. Ne? Das ist doch eigentlich der Einzige, der berühmt ist von denen. Wie heißt Xavier Naidoo? Ja, genau. Was, ne? So, jetzt ist aber, könnte doch sein, dass der Papst mit denen zusammen jetzt mal sorgen, eine Schallplatte aufnimmt. Ja, aber deswegen muss er doch nicht zurücktreten von seinen Amt. Ja, aber dann hat er doch Ruhe dafür. Er sagt, er will in Ruhe schreiben und so weiter. Vielleicht schreibt er ja Texte oder sonst welche. Genau, er schreibt Songs. Ja. Ich weiß es nicht. Und dann geht, er kann ja auch prima singen. Und er macht eine Platte und dann sind dann irgendwelche Lieder, wir sagen, die so ein bisschen kirchlich sind. Aber Schlager, in heute gemacht, nach dem Vorbild von Heino. Das ist ja eine Generation, das sind ja die Rockopers. Jetzt Heino, Mick Jagger, der Papst, das sind ja alles ungefähr das gleiche Alter. Am besten machen die mal zusammen eine Platte, ne? Jagger, Heino und der Papst, ne? Das oder gibt doch so ein, was ist das, so ein Abt irgendwie, der auch. Ja, und Dominik. So eine Hardrock-Band, ne? Kennst du das hier damals noch hier? Dominik, kennst du das, ne? Die singen noch nicht. Das ist ja alles gone. Nike. Ja, und hier die Gregorianer waren doch gerade in der Naturarena drin. Das ist so eine feine Sache. Wenn er jetzt Schlager aufnimmt, der Papst, zum Beispiel, die so ein bisschen mit dem Thema zu tun haben. Ja, aber was soll er denn noch hier? Santa Maria. Ja. Zum Beispiel. Ja. Oder Mein Gott, Walter. Santa Maria. Mein Gott, Walter zum Beispiel, pass auf. Oder jetzt, er kann ja auch gut singen. Zum Beispiel Über den Wolken, das passt ja auch. Über den Wolken muss die Freiheit grenzenlos sein. Weißt du? Ja. Das passt doch gut. Ja. Und das Album, das kannst du nennen, ganz in Weiß. Mit einem Blumenstrauß oder nur ganz in Weiß. Also. Ja, der hat ja schon Weiß an. Ne? Ja, das meine ich, ja. Ach so, das kannst du auch das weiße Album nennen, wie die Beatles. Oder ganz in Ruhe, ne? Kannst du auch machen, ne? Du bist ein Spinner, bist du. Das ist meine Meinung. Das weiße Album, wenn ich schlecht. Ja, genau, das weiße. Ne? Kehrt er zurück nach Deutschland und nennt das aber nicht Back in the USSR, sondern Back to Germany. Back in the BRD nennt oder er so. Das dann, ne? Genau. Kannst du mir noch was? Wieso, das ist doch eine gute Idee. Frikadelle, ich finde das wunderbar, wenn er sowas macht. Ditschi, du kannst der ihn kann super sehen. Schreib ihm doch eine Postkarte. Frikadelle mit Speckkartoffelsalat. Du machst doch auch Musik. Das wäre doch eine gute Sache, wenn der Papst jetzt eine Schallplatte aufnehmen würde. Wäre eine sehr gute Sache. Halt die Klappe, ich hab Feierabend. Siehst du? Das wird doch laufen wie Harry. Ja, das wird laufen wie Harry. Das ist meine. Harry ist immer viel gelaufen früher, ne? Wie geschnitten Brot, Harry. Ja. Armin Harry. Armin Harry. Ja. Genau. Der Läufer, ne? Der Läufer. Ja. Und jetzt aber nicht den.